Guten Morgen, hallo zusammen. Ja, Tag 2 in der Sima. Wir sind gerade erst angekommen, wir sind jetzt einmal reingelaufen. Ja, wieder totale Überforderung. Also, da kommst du rein, gell, und dann siehst du die Sachen da. Hier hinten Motoren für Bling Bling. Tiefbett, hier, guck mal. Tiefbett. So, den haben wir da gefunden. Ein Stand von? KW. Das ist richtig Rennsport hier, guck mal. Mercedes AMG. Ja, okay. Ah, das ist mit diesem Airlift-System, schau mal. Du kannst anheben und senken. Das heißt, er könnte zum Beispiel, wenn ich das jetzt in meinen Skuhwagen baue, du kannst ihn rauf und runter lassen. Die Fahrwerke, die wir kennen. Hier unser geliebtes V3 hier. Das V3. Richtig. Ja, das kennen wir ja schon alles, ne? Der V1, V2, V3 hier und das neue V4. Das neue? Oh ja. Hier kannst du noch Druckstufe und Zugstufe Geschwindigkeit einstellen. Nicht nur Druckstufe und Zugstufe selber, aber auch noch Geschwindigkeit. Also wie schnell fährt er da ein? Und das ist Rennsportabteilung. Ja. Das ist wieder der Behälter, den du wolltest. Also hier drin. Ja, ich sage noch, auf jeden Fall der Sima ist alles einfach, du bist total überfordert. Meine, wir haben jetzt eine Halle gesehen, gestern und heute. Wir sind heute noch nicht lange da, aber gestern und heute haben wir eine Halle gesehen. Das ist Wahnsinn. So, jetzt sind wir hier am Fortstand. Das ist Krankwell. Das sind Autos vom Hersteller, nicht tunte Autos von einem Tuner, sondern vom Hersteller. Also, schauen. Nein, was ich sagen will, ist, was wir als normal empfinden in der Schweiz und in Europa, ist hier Kindergarten. Also das müssen wir wirklich wissen. Das, was hier abgeht, ist krank. Der Hersteller dreht durch, die Kien ist draußen am Driften wie ein Tier. Wenn in der Schweiz ein Hersteller eine Driftshow macht, würde ich es vergessen, oder? Weil könnte ja etwas kaputt gehen. Hier ist das scheißegal. Achtung, einfach die Show zu. Ja. Also, wir schauen weiter, wir machen da auch eine Einspielung.
meine, entschuldige, wenn wir nicht alles filmen können, das ist so gross, dann bräuchten wir 100 Sticks, Karten, keine Ahnung. Also, viel Spaß beim Weiterschauen. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr vom Fach seid. Hier kommen wir also das Fachpersonal rein. Hier. Ihr kommt nicht als Normalsterbliche rein. Und das ist auch gut. Tönt blöd jetzt, aber das ist so viele Leute und so gross, wenn wir jetzt noch alle reinlaufen, das würde glauben, ich weiß auch nicht. Ja. Gut, also, weiter schauen. Wir schauen auch weiter. Katastrophe. Ah, ist extrem. Man muss auch mal gucken hier die Verarbeitung. Das ist nicht normal. Ja. Ah, anscheinend ist alles krank. Poliermaschine auf amerikanisch. Da braucht euch keine Sorgen machen, ob ich Ringe trage oder nicht. Die werden voll abgeprallt. Frau Dinner, hat keine neue Maschine, bitte, bitte, bitte. Ja, jetzt sind wir mittlerweile nachgefunden bei Surface. Surface sind wir ja Partner, beziehungsweise Partner. Wir brauchen die Produkte, Beschichtungen, Politura etc. Ich sage euch, ich bin Nudeln fertig. Die Messe ist einfach für mich zu gross. Und das Schlimme ist, du läufst nur so. 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 Ist doch so. Du bist nach zwei Stunden bist du da völlig fertig mit der Welt. Also, ja. Wir gucken. Bist du tief? Okay. Ja, genau. Ja, wir gucken jetzt. Ich fäng gleich ein. Ja, genau. Also, jetzt werden wir einen Kaffee nehmen. Und mal 5 Minuten her sitzen und dann geht's weiter. Tschüss, bis dann. Also ich sage euch, das ist völlig krank, was da abgeht in dieser Show, beziehungsweise der Messe. Also für alle, die da irgendwie mal ein bisschen Auto sind, müssen unbedingt mal daher kommen. Allerdings ist es halt nur eine Fachmesse, das ist noch wichtig zu sagen. Also Zima kannst du nicht einfach nur rein als Normalsterblicher, sondern es ist eine Fachmesse, ganz, ganz wichtig. Ja. Sola! Tag 2 ist vorbei von der Zima. Jetzt gehen wir zurück ins Hotel. Ein Schläfchen machen. Der Dicke ist müde. Guck mal, schon ganz schlapp. Du! Genau. Und nachher müssen wir mal Casino so ein bisschen anschauen heute Abend. Pia ist ja noch nie in Las Vegas gewesen und dann müssen wir ein bisschen zeigen, was da Nachtleben. Ja. Genau. Natürlich alles im Rahmen. Wir sind ja geschäftlich unterwegs, dementsprechend sehr, sehr, wie soll ich sagen, genau. Eines, was ihr wissen müsst, wenn ihr auf Amerika kommt, oder vor allem Las Vegas, Los Angeles, es ist einfach alles extrem gross und weit. Man sieht zwar das Hotel, man hat das Gefühl, es liegt hier links um eine Ecke. Aber man läuft einfach wieder mal eine halbe Stunde für irgendwas wie, keine Ahnung. Und wenn ihr ja wisst, bin ich auch sehr sportlich. Richtig fit. Fuera, vámonos! Corre!
córrele, 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 córrele. Córrele, Ángel. Toquen la línea, hasta allá, Ángel. Hasta allá. Muy bien. Va bene, care. Ja, dat is een limousine, daar kan je vast in drin. Ah, sag du mal was zum zweiten Tag. Ik heb Werbegeschenke van de Konkurrenz. Genau. Genau. Ja, gut, also, vielleicht machen wir heute Abend noch ein paar Aufnahmen vom Nachtleben. Wenn wir schauen, ob wir die Kamera mitnehmen. Das war jetzt mal der zweite Tag. Wie gesagt, es ist extrem gross, es ist extrem spannend, es ist wirklich, es ist eigentlich alles extrem da. Problematik ist, wenn man mal ein Sima war, kann man fast keine andere Messe mehr, weil ja, alles andere ist eine Kindergarten von dem her. Aber und was mir aufgefallen ist, vielleicht ganz wichtig zu sagen, ist, man sieht also fast kein Bastel. Alle haben immer das Gefühl, USA sind alles so mit Bastel und Tijuana. Arbeit und so Zeug. Aber eigentlich gerne nicht. Das ist wirklich alles, wenn man es im Detail anschaut, sehr gut gemacht. Sie geben sich extrem Mühe. Heute ist es weiter als gestern, oder? Was? Heute ist es weiter als gestern. Ja, genau. Und qualitativ extrem hochwertige Arbeit. Also das ist wirklich etwas, was man sagen muss. Also das mit dem, wo man die Vorurteile, die kann man eigentlich vergessen. Ja? Gut. Also jetzt gehen wir ins Hotel, Schläfchen machen und bis morgen. Tschüss zusammen.